Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Empire Gaming. Endlich mal zu einem neuen oder überhaupt mal zu einem News-Video zum LS19. Wir haben uns da immer etwas bedeckt gehalten, weil wir eigentlich immer nur Sachen an euch weitergeben oder bekannt geben, die auch wirklich hundertprozentig bestätigt sind. So von Spekulationen und so hier Sachen, so klar, es kommt ins Spiel und dann, ja, nö, doch nicht, wir haben uns vertan, ist nicht so unsere Sache. Also, ich habe die Tage mit Giants telefoniert und habe selber mal ein bisschen gebohrt. Und zwar geht es zum Beispiel um den Hund. Und zwar, den Hund, der verhält sich eigentlich ja, wie ein platzierbares Objekt. Ich kann sagen, ich kaufe den Hund und platziere den entweder am Kuhstall oder am Hof 1 oder am Hof 2 oder in der Stadt. Und da an dieser Stelle, wo ich diesen Hund platziere, da kann dieser Hund dann halt ja, in einem gewissen Radius, wo ich ihn dann platziert habe, da kann er dann umherlaufen. Ich kann den Hund rufen, der Hund kann bellen. Das ist es eigentlich auch schon. Ob man ihn jetzt füttern muss oder Wasser geben, weiß ich nicht. Denke mal eher nicht. Aber da werde ich auf jeden Fall auf der Gamescom nochmal nachhaken. Ja, dann haben wir noch die Pferde als neue Tiere. Und ja. Mit den Pferden ist es so, ihr kauft die Pferde und könnt sie dann, wenn ihr sie trainiert habt und gefüttert habt und gepflegt habt, könnt ihr sie dann später gewinnbringend verkaufen. Ihr müsst diese Pferde aber pro Tag, pro LS-Tag, sage ich mal, 10 Minuten reiten. Ne, dafür ist auch der Gag dieser Sache. Ne? Ihr könnt dann mit den Pferden ausreiten, dann irgendwie morgens oder abends, wie auch immer, wie ihr gerne möchtet. Aber mindestens 10 Minuten pro Tag und dann gibt es noch mehr Gewinn. Die Pferde fressen natürlich Hafer und ich denke mal, Wasser kriegen sie auch. Aber da werde ich auch nochmal nachhaken. Ja, dass ihr den Hof euch selber zusammenbasteln könnt, haben viele ja schon mitbekommen. Meine Frage war natürlich direkt, ne, weil Gebäude platzieren, ne, so genau an einer Stelle oder bündig an einer Straße oder so, kam immer dieses schöne, dieses Objekt kann hier nicht platziert werden. Und da habe ich gefragt, ist das dann im 19er dann genauso oder habt ihr das verbessert? Und da kam die Antwort von Giants, es ist verbessert worden und es sollte eigentlich so gehen, wie man es möchte. Ich hoffe, dass man das auf der Gamescom mal testen kann, dann würde ich euch das nämlich gerne zeigen. Aber auch dazu bald mehr. Ja, im Multiplayer kann man mit verschiedenen Teams spielen. Jeder Spieler kann ein eigenes Konto bekommen, bis maximal 8 Spieler. Also man kann ne, quasi 8 Teams gründen und kann man entweder Zweierteams oder Viererteams, wie man gerne möchte. Man kann sich auch beliebig viele Höfe zusammenstellen. Allerdings, was nicht geht, ist begrenzt. Ich kann pro Tiersorte einen Hof nur erstellen. Also ich kann mir einen Kuhhof platzieren, einen Schafhof, einen vielleicht Pferdehof und einen Schweinehof. Und das war es dann auch. Aber ich kann sagen, okay, ich mache mir hier einen Ackerhof mit diversen Gebäuden und dann noch einen und dann noch einen und dann noch einen. Das geht natürlich auch. Ja, dass man Grundstücke kauft anstatt Felder,
ist jetzt auch neu. Und zwar, ich kaufe irgendein Grundstück auf der Karte, was verzeichnet ist wie die Felder früher, denke ich mal. Und auf diesem Grundstück kann kein Feld sein. Es kann ein Feld drauf sein, es können aber auch zwei Felder drauf sein. Man kann alle Grundstücke kaufen und vollbauen und Gebäude platzieren, wie man möchte, querbeet über der Karte, wenn einem dieses Grundstück gehört. Was man natürlich nicht machen kann, man kann die Stadt jetzt nicht irgendwie abreißen und da was Neues machen. Da ist wohl irgendwie ein kleiner Riegel vorgeschoben worden, das geht nicht. Aber sonst, ihr könnt Wälder abholzen und da irgendwie ein Haus drauf bauen oder wie ihr gerne Bock habt und möchtet. Das waren eigentlich so die Sachen, die ich jetzt rausgefunden habe. Es ist ja schon gut in einer Woche soweit. Nicht mehr allzu lange. Dann haben wir die Gamescom in meiner Heimatstadt hier in Köln. Wir sind natürlich für euch vor Ort und stellen Fragen, stellen euch die Karte vor. Es wird übrigens die Europakarte auf der Gamescom gezeigt. Ich bin mal gespannt, welcher Teil von Europa es ist. Europa ist ja mittlerweile riesig groß. Ist jetzt Deutschland, Holland oder Italien, wie auch immer. Wir werden sehen. Ich hoffe, es ist eine Karte, die unserem Gefilden so entspricht. Weil ich denke mal, viele Mapbauer oder auch Leute, die Karten umbauen, die nutzen die Standardobjekte, die da so verbaut sind. Und wir werden einfach sehen. Dazu mehr auf der Gamescom. Also ich werde euch die Karte zeigen. Wir werden ein ordentliches Interview führen mit Giants. Wir werden Bilder machen, Videos und wenn ihr irgendwelche Fragen habt und nicht auf die Gamescom kommen könnt, dann schreibt sie doch mal hier oder schreibt sie bei uns auf Facebook auf unserer empiregaming.de Seite. Ich leite diese Fragen dann gerne weiter an Giants und werde sie dann für euch entweder auf der Gamescom oder nach der Gamescom wird es bestimmt noch diverse Videos von geben, wo wir euch dann diese Fragen dann beantworten. Also habt keine Scheu, selbst wenn ihr denkt, ach, die Frage, die ist blöd, stelle ich nicht. Immer raus damit. Haut die Fragen raus. Wir gucken uns das an und leiten diese Fragen dann gerne weiter. In dem Sinne, es war ja auch von Giants angekündigt, dass jetzt erstmal nichts mehr Neues kommt. Bis zur Gamescom. Auf der Gamescom gibt es natürlich auch wieder, denke ich mal, einen neuen Gamescom-Trailer. Und bleibt dran, lasst ein Abo oben da, lasst einen Daumen oben da, lasst uns ein Abo da. Wenn ihr auf dem neuesten Stand sein sollt, bis dahin, ciao, euer Josh. Macht's gut.